Die sind alle zusammen, die sind alle zusammen. Oh, mein Herz klopft. Ah! Sonntag 15 Uhr, ich chill allein in meiner Crib. Freunde, sollen wir nicht lieber ein bisschen aussprechen lassen? Ist gerade so durcheinander. Wir werden einfach random Leute rausgevotet. Aber gerade war doch. Das ist war doch nicht ganz erfrischend. Gerade war das doch okay. Eigentlich. Okay. Oh, geht schon weiter? Sind alle wieder da? Ah! Immer dasselbe, Freunde. Ich bin nie Imposter. I don't know why. Why is that? Wo bist du, dreckiger Planet? Oh, guck mal, Gnu wollte mich töten. Du kommst nicht durch. Oh shit, Gnu ist hinter mir. Nicht gut. Gnu kann es nicht gewesen sein. Die hätte jetzt den besten Case gerade gehabt, mich zu töten. Komm, direkt hier mal Seismic Stabilization klären. Oh, okay, schon geklärt. Ja, dann entspannt. Dann super entspannt. Dann gehe ich einfach mal hier weiter Quests machen. Was ist das? Stark. Also ich. Dieses Stück mag ich so gern an der Map, weil wenn man hier reingeht, hört man so Vögelgezwitscher. Guck. Man hat direkt ein gutes Gefühl hier. Ne? Das macht auch meine Lampe hier. Meine Weckerlampe hier. Die macht auch immer so Vögelgezwitscher. Morgens. Aber, dass ich davon aufstehe, lol. Als ob. Ich schlafe dann immer seelenruhig weiter. Wohin muss ich? Aha. Das hat aber echt lange gedauert. Ja, also oh, ja. Ich habe gerade auf den Admin-Table geguckt, ich dachte, ich mach mal den Timid, dann habe ich drei Leute unten in Weapons gesehen und dann ist das Licht ausgegangen in, oder Weapons? Ja, also der Raum, wo man die Meteoriten abschießt. Ah ja, genau. Ist Weapons. Genau, dann ist das Licht ausgegangen, die sind hochgegangen und dann dachte ich, da ist bestimmt gerade ein Mord passiert und dann bin ich hingegangen und habe dann eine Leiche gefunden, nämlich die von Osaf. Weiß, wer war denn, also ich weiß ja nicht, ob beide Imposter da waren oder nur einer. Wenn nur einer da war, dann können wir vielleicht den Imposter jetzt raushauen. Kann irgendwer also sagen, wer gerade da war? Also warst du mit Osaft und mir an dem, wo die Meteoren abgeschossen haben, warst du das? Oder da, da war ich auch da habe ich Osaft zuletzt gesehen, ja. Genau, und dann bin ich fertig gewesen, bin nach links gelaufen, da habe ich dann noch Maudado, glaube ich, nochmal gesehen und noch irgendwen. Und wer war denn in den Camps? Ja, und zwar die ganze Zeit. Reef war die ganze Zeit in den Camps. Okay, also Reef. Aber es sind auch echt langsam Kills bekommen, ne? Heißt, das heißt nichts. Ich habe nur gesehen, dass Paluten bei ganz unten links war, das heißt, der kann den Kill auf jeden Fall nicht gemacht haben. Wieso ist er denn da dran? Wer war denn bei Weapons vor Licht? Ja, wer war denn da? Als Lichtausgang, wer war bei Weapons? Ich danke dir, Reef, danke. Vielleicht war doch noch sehr frisch, oder? Niemand, das sind wahrscheinlich beide Imposter. Er war am Ende, als der Alarm angegangen ist, war er unten links. Okay. Also Reef kannst du wahrscheinlich jetzt mal schreien. Nee, Reef war es auf keinen Fall. Wahrscheinlich die beiden Imposter drin waren und Reef deine Kameras war. Hast du nicht gesehen? Zwei Imposter waren bei den Meteoriten dann davor. Nur mal in der Nähe, die war so vor, die stand ich einfach so vor der Kamera. Ich sag gar nichts, ich hab nichts gesehen. Das kann halt nicht mehr funktionieren, ne? Okay.
So, ich gehe nach oben links und dann gehe ich auch mal zu den Security Games. So, ein paar Pornos uploaden. Jupp. Du musst da drehen. Ich sehe niemanden, Maxi, ein paar Lupen. Ist schon scheiße hier, Security. Oh nein! So, ich habe UFO gefunden und zwar oben rechts in Mad Bay, genau auf dem Weg zu Specimen vor der Tür da. Oh, zum Glück bin ich da nicht reingegangen. So, und ich, und da waren drei Leute. Ich war gerade am Admin-Table, da sind drei Leute. Ja, ja, ja. Mörder ist bei dir im Bereich. Es sind auch zwei Leute. Es sind auch, also es ist wahrscheinlich der Tote ist drin und Cracker und wir müssen ein bisschen. Ja, genau, und noch irgendjemand. Aber die war es definitiv nicht. Okay. Das heißt, wir können eigentlich ganz gut ausschießen, theoretisch, weil Maudado sagt, er hat da drei Leute gesehen. Ich habe gerade gar nicht mitbekommen, wer hat mich gerade gekillt. Das ist jetzt beim Admin. So viel zu den Security Cams, ja. Ich bin durch Specimen. Ich war oben. Ja, eigentlich bin ich da durchgelaufen. Eigentlich war ich in Specimen und dann bin ich im Admin-Table. Eigentlich mit Paluten fast Max, links in der Ecke. Maxi, Paluten, die das Rad. Ach ja, Maxi, stimmt. Alter, ich bin so vergesslich. Ja, aber irgendwie. Oder nicht? Also irgendwie. Paluten hat es sehr langsam gemacht, aber Paluten hat auch unten links das rechte und das linke Rad gemacht. Ich glaube, ich wollte nur kurz anmerken. Paluten sagt auch gerade nicht. Nee. Paluten sagt gerade nicht. Nee. Nein, Moment, weil jetzt erstens bist du hast. Nee, mein Problem war. Dass das Ding plötzlich, also ich habe die beiden Dinger gemacht, aber das Wasser ist bei dem einen plötzlich wieder runtergegangen und ich konnte nicht wieder in die andere Richtung drehen. Ich glaube nicht, dass er drei Räder faked hat. Nee, glaube ich auch nicht. Gut gespielt. Das heißt, also, ich würde sagen, es müssen Maxi, Timid oder Gnu sein. Bei Gnu glaube ich, dass sie das mit der Cam. Ich bin vorhin aus Office hoch zu Labor und da ist Cracker und Reef reingegangen. Dann bin ich zu Cam, zu Maxi. Timid ist auch nicht am Admin-Table also, anmerken, ne? Doch, ganz am Anfang war ich da. Ja, Timid ist auch. Rudolf Wing, danke für die 2 Euro. Eins. Eben eine Standby-Cap gekauft. Verlässt man irgendwelche Rechte, wenn die in monetarisierten YouTube-Videos zu sehen ist? Nein, null, niemals. Quatsch, kannst du jederzeit anziehen. Ich freue mich, auch wenn die in YouTube-Videos zu sehen ist. Gerne, wirklich safe, gerne. Also mach dir da gar keinen Kopf. Wenn es irgendwelche Probleme da geben sollte, deswegen, irgendwie, irgendwo, ich wüsste nicht wie, dann kläre ich das auf jeden Fall. Wie lieb, dass du fragst. Ah, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Bei Musik bin ich manchmal ein bisschen unsicher, aber selbst da sollte es kein Problem geben. Also von mir aus könnt ihr meine Mucke immer nutzen. Ich habe nie ein Problem damit. Niemals sehe ich das irgendwie als Lizenz, kein Lizenz, sonst was. Das, was mir teilweise von den Labels angetan wurde, würde ich niemanden antun. Nicht als gutmenschmäßig, sondern ich sage einfach nur stupid, Alter. So, wer ist es denn noch? Okay. Monchi, danke dir. Nee, auch Maxi war so knapp hinter mir. Knife, Light, Uchiha, danke dir. Ich denke, es müsste Timid sein. Ich glaube, es sind Cracker und Reef, weil die sind nämlich zusammen ins Labor und Maudado konnte es sogar bestätigen. Also, okay. Nee. Kannst du bitte nicht aufhören zu beschuldigen? Nee. Ja, aber du. Freunde, hört mal weiter den Lügnern hier zu. Weil Kills in der ersten Runde passiert sind und du dich nicht instant verteidigt hast, was du also immer tust, wenn du innocent bist. Ich war nicht im Labor. Reef und Cracker sind halt reingerannt und dann kam der Report. Ich war vorher in Office. Hab in Lifelines geguckt, da war noch keiner tot, dann bin ich hoch. Ihr seid in Labor. Da ist immer noch keiner tot. Ich hatte nur Angst bei Maxi. So nee, letzte Runde meine ich. Und Reef ist für den ersten Kill halt. Also Reef ist. Cracker und Reef sind, glaube ich, ultra sicher. Ich möchte mal ganz kurz. Gnu, warum sagt Gnu eigentlich gar nichts? Also, Maxi und ich sind. Bist du mich wieder beschuldigt? Zu den Seismic-Dingern gelaufen. Und dann kam auch plötzlich Maudado. Und ich finde, das ist immer so ein Maudado-Play, dann einen wenigstens wegzufischen bei diesen Seismic-Dingern. Das ergibt keinen Sinn, weil ich an den Seismic immer nie jemanden umbringe, weil da immer Leute hinlaufen. Das da zu töten ist dumm. Also der eine müsste Timid sein. Oh ja,
Ich weiß nicht, warum sein. Timon verdeckt dich auch, aber Paluten geht gerade so hart auf mich. Ich geh nach Maudado. Und es ist der Edgar-Schwur, Maudado. Also wir können auch nochmal skippen, Leute. Edgar-Schwur. Ja, jetzt habe ich meinen Knopf verschwendet. Du weißt, der Edgar-Schwur, der ist... Ich glaube, Paluten ist es nicht. Der okay, ja gut. Nee. Okay. Okay. Ich glaube, wegen dem Edgar-Schwur. Ah, was soll das? Reef lebt noch. Ich bin fertig hier. So, Maxi, ich weiß, dass du Imposter bist. Gucken wir mal, wie sich ein Imposter verhält. Guck mal her. Unsicher. Unsicher ist er. Mit seinen zwei Kindern. Ja, ich wäre auch unsicher, wenn ich zwei Kinder hätte. Oh, Reef ist tot. Maxi und Palle sehe ich halt die ganze Zeit zusammen, ne? Ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie unter einer Decke stecken. Guck mal, er tut so, als würde er hier Licht anmachen. Obwohl er Licht ausgemacht hat. Saftiges Gnus tot. Oder? Hat er nicht getötet, krass. Oder Gnu ist es auch. Er hat es auf Maudado abgesehen. Reef ist bei den Kameras tot. Ich habe es auf dem Nebenmonitor gesehen. Ja. Wusste, dass sie bei Kamera steht. Von Kameras kam Maxi. Warte, ich war die ganze Zeit. Gnu, bitte, mute dich, Gnu. Ja, Entschuldigung. Gnu, ich war mit dir. Ich war als erstes bei den Lichtern. Ich habe Lichter gefixt. Das wäre absolut stupid, wenn ich da einen Kill mache und dann die Lichter alleine fix. Und dann kommt auch noch Gnu dazu. Maudado und Cracker, wart ihr vorher in Admin Table? Wir waren bei Admin Table. Der Cracker ist unten rechts. Habt ihr denn gesehen, wie der Kill? Nee, ich bin von Admin Table weg, weil Licht aus ist. Bin an die Lebensmonitore, hab auch den Lebensmonitoren gesehen, dass Reef tot ist. Wusste, dass sie die ganze Zeit bei den Kameras ist. Ich bin von Lebensmonitoren, als ich an Lebensmonitore gesehen habe, wie sie gestorben ist, bin ich instant zu Kameras gelaufen und da kam mir Maxi entgegen. Ja, ich habe es gesehen, wie sie rot geworden ist. Dann bin ich zu Kameras gelaufen. Wo war Paluten? Paluten ist entgegengekommen, aber den Kill kann er nicht gewesen sein. Okay, der war da, den habe ich gesehen. Also, hätte Gnu locker gehen können. Paluten hey, auch 100. Warte, Maxi, war Gnu auch dort oben links? Die kam dazu. Ja, aber kann die... Eben ist Timid gewendet unten links im Bild. Aha, interessant. Das war so eine typische Imposter-Taktik. Ich komme zu den Lichtern und erst wenn ich da bin, werden die Schalterchen gedrückt. Also ich meine, es könnte auch Gnu sein, aber ich glaube nicht. Nein, okay, wenn ihr, also ich vote jetzt Maxi, weil irgendwie ergibt es keinen Sinn. Wenn ihr beide nur oben links warst, dass du sagst, du glaubst, es könnte Gnu sein. Ich kann ihn nicht voten. Aber er quietscht so arm. Maxi, nein! Raus. Ja, also ich hoffe, es war jetzt nicht falsch, aber du bist halt von der Leiche. Die war in Kameras und du warst genau da. Ja, auf jeden Fall hat sich der Imposter Herz genommen. Sehr lustig. Die Arme. Spaß. Weil Maxi ist dieses Mal wirklich nicht wahr, oder? Ich habe keinen Kill gesehen von Maxi. Trotzdem wurde er rausgekickt. Okay, ihr sagt Timid, ist es? Timid? Okay, dann schauen wir doch mal. Timid bleibt hier. Oh mein Gott. Oh ja, das ist sehr gut. Können wir Gnu einfach Just to be safe rausfordern? Ja. Warum denn mich? Weil ihr beide, wir wissen nicht, ob es Maxi oder Gnu war. Obwohl, wo war Timid letzte Runde, Leute? Ich hab Timid letzte Runde gesehen. Wir haben uns doch gesehen. Okay, Reef hat vorhin die ganze Zeit Timid beschuldigt und er schießt die ganze Zeit gegen Leute. Ich hab meine ganzen Tasks fertig. Warte. Wann haben wir Timid gesehen als letztes Runde? Ich fand's nur smart von Maxi, weil, also stupid von Maxi oder blöd gelaufen für Maxi, weil er hat diesmal niemanden gekillt gerade in der Runde, aber wurde trotzdem verdächtigt. Ja, waren die einzigen, die oben links waren. Aber ja, er ist Imposter. Das ist auch nach oben links. Maudado und Cracker. Deswegen frage ich Wintercracker, wann wir ihn gesehen haben. Also ich bin gerade in Office noch, also... Kurz bevor der Knopf gedrückt wurde. Ja, okay, dann ist es Gnu. Ich habe den Reaktor links ausgemacht, ich war die Einzige. Also dann ist es Gnu oder Maxi. Was mache ich jetzt, Jungs? Du votest Gnu. Nein, Paluten. Und was passiert, wenn ich es nicht mache? Du bist Imposter. Ist egal. Dann voten wir dich als Nexus. Entweder Maxi oder Gnu. Es muss einer von beiden gewesen sein. Also den letzten Kill muss einer von beiden gemacht haben. Aber es kann noch einer übrig sein. Sad. Ach so, okay, Maxi hat gekillt. Ja, okay, habe ich nicht gesehen. Ich dachte nur, okay, Maxi hat gerade in der Runde keinen gekillt, obwohl er Imposter ist und wurde trotzdem beschuldigt. Dann schauen wir doch mal uns den Timid an, der anscheinend gerade alleine unterwegs ist.
Der Einzige, der gerade allein ist, ist immer verdächtig. Ah! Da hat er aber gut gewendet. Oh, das ist aber suspicious, dass er auf einmal hinten steht. Würde ich so alles nicht so ganz trauen. Was hast du vor, Timid? Jetzt könnte er killen. Ah ne, Maudado ist auch noch da. Okay, Timid ist nie bei... Okay, er sieht jetzt Maudado und... Und Cracker sind jetzt gerade alleine. Das heißt, die eine Person, die jetzt gerade noch lebt, ist gerade alleine. Das wird er jetzt ausnutzen. Oder er tötet Cracker. Hat er nicht gemacht. Was denkst du, Timid? Okay, den Cracker. Wie wir ihn alle folgen. Da ist mein Bubel. Es geht nur noch um Timid. Oh, Cricket ist tot. Ja. Aber Palle ist sehr nah. Oh, Palle ist genau. Oh, er ist gewendet. Wo ist er? Wo ist er? Nicht schlecht. War ein guter Kill. Niemand in der Nähe. Außer Palle. Aber das läuft gerade. Oh mein Gott, danke. Ich hab gesehen, dass Cracker abgeschlachtet wurde. Wann? Wo? Ich weiß nicht, ich habe das an den Vitals gesehen. Okay, Maudado, wir können das Ganze relativ leicht abkürzen. Ja, du hast auf Edgar geschworen. Ich habe auf Edgar geschworen, genau. Du hast auf Edgar geschworen, ja, und genau. Da würdest du nicht lügen. Ich lüge ja, auch. Ja, dann ist es Timid. Maudado, ja, Moment mal, ganz. Warte mal, wilder Kurs. Ich habe gerade das Licht gefixt, Paluten. Ja, das ist mir scheißegal. Ja, so, ich war mit ihm beim Licht. Ich habe gedacht, er sticht mich ab. Er hat anscheinend einen Cooldown gehabt, weil er Wintergrail gerade umgebracht hat. Okay. Du weißt, Freedom und so weiter. Ja, nee, ich Okay. Ich bin nur. Weg mit dem. Ja, ist weg mit dem. Tut uns leid, Gnu. Das ist, so läuft das. So läuft das beim Freedom Squad. Bam, leg dich nicht mit uns an, Timid. Maudado, du brichst mir das Herz, wenn ich jetzt verloren habe. Nein. Der hat Wintercracker umgebracht. Der hat Cracker umgebracht. Timid, entschuldig dich bei Cracker. Ist Timid auf Klo? Sag nichts mehr. Ey, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, Freunde. Ich hatte so einen guten Save bei Maudado. Das gibt's doch nicht. Paluten, kannst du nicht aber die Leiche finden, Mann? Ich wusste, nee. Ich hab halt Vitals mal geguckt, weil Cracker da einmal dran war. Und dann habe ich gesehen, dass er tot war. Und dann dachte ich mir, okay, ich gehe jetzt weg. Aber wie gesagt, ja. Freedom Squad, ne? GG. Bam. Komm, gib es mir, komm. Das war mal da, oder Paluten. We are the champion. Sehr gut. Wir haben auch vieles verloren. Also, ich habe Toni wirklich den Kuchen nicht getötet. Ich habe beachtet, die Regeln, ich will die extra nicht töten, okay? Ich hätte Toni mehrmals oben killen können bei Security. Ich habe es aber extra nicht gekillt. Ich hätte sogar deswegen gedeckt, weil ich gesagt habe, der Junge, sie hat. Danke, Timid, dass du alle tötest, die mich proven. Danke, Timid. Ja, aber hast du die Leiche da nicht gesehen, Maxi? Ich war da wirklich nicht. Ich wusste nicht, wer das da einen Kill gemacht hat. Ich war mit Gnu. Ich habe einfach das Licht gefixt. Du hast einfach mich rausgebautet. Ihr wolltet einfach Gnu und mich, obwohl wir das Licht fixen, so. Ja, Emergency Play. Guck mal, ich bin Ruskier. Russia. From Russia bin ich. Blöd. We keep on fighting till the end. We are champions, my friend. Boah, Double Kill, Alter. Okay.
Wo? Bei Electrical oder was? Nee, oben im Raumschiff. Ich bin einfach wieder hochgegangen, als das Licht rausgegangen ist. Mordado kam mir entgegen, auf alle Fälle. Okay. Also, es muss eigentlich Mordado sein, dann der hätte die Leiche ansonsten direkt reporten können. Oh. Das ist jetzt komisch. Also ich glaube, dass unser Plan Safe-Report gemacht hat. Nein, Maudade wurde geoutplayed von dem glorreichen OSAF. Ja, hey, ich bin's gar nicht, Leute. Der lügt wie getruft, der Junge. Den anderen hast du nicht mehr gesehen. Das war nee, ja weiß ich nicht. Es war ja dunkel. Okay. Lichterwand, by the way, aus, ne? Ich weiß. Ich bin gar nicht mitgekommen. Bin ein bisschen langsamer im Kopf. Gerade. Ich glaube, das ist so, bei mir jetzt gerade, der Kater geht gerade los von dem Gin-Tasting, das ich heute hatte. Ja, deswegen bin ich ein bisschen langsamer gerade im Kopf und alles sind gerade so schnell. Aber das macht mir nichts so, denn ich habe ja meine Aufgaben, ich habe ja meine Bestimmung hier gefunden, schon im Spiel. Das sind die Quests. Das sind die Quests. Ich mache nur das, was auf der Map steht. Refuel Station. Mein Bubeli. Wir brauchen mehr Refuel. Hä? Wie oft soll ich noch hin und her laufen? Nochmal. Ach. Alter, wie viel muss ich hier? Wo ist der? Ich habe nicht mal die Farbe. Ich bin irgendwie halb farbenblind bei diesem Spiel. Ich weiß nicht, wer mich gerade gekillt hat. Freunde werden mich gerade gekillt. Voll danke für den Prime Sub. Da wurde ich gerade reportet. Vier Tote. Vier. Mit der Kicker Revit. Ist safe auf alle Fälle. Die können sich. Ah, wir haben immer noch eine Poster, ne? Reefed, OSAF, ja. Reefed. Das wird OSAF nie wieder leer. Also, das wird. Ich hatte Palle gerade noch im Lab gesehen, der hatte, glaube ich, Angst vor mir. Wo war die Leiche? Ja, aber du bist auch. Bist du denn aus der Richtung gekommen? Achso, nee. Die Leiche war, ich glaube, zwischen. Also, es gibt ja dieses Seismic links, Seismic rechts oben, wenn man okay. So dieses. Okay, ja. Und ich glaube, da so in der Mitte, glaube ich. OSAF hat eben Maudado rausgebaut, oder? Ja, ja. OSAF ist safe, weil er gerade Maudado. Also, es könnte Timmel über dich sein. War gerade in der Ecke vom Raumschiff. Wir waren also, es könnte eigentlich nur Fufu oder Timmel sein. Das heißt, wir können eigentlich beide voten einfach. Haben wir nicht noch zwei Imposter? Nee, einen. Ich denke mal, Maudado war es. OSAF hat Maudado rausgebaut, der kann. Also, wollen wir erstmal Timmel einfach voten? Na, einfach, wir können doch auch einen rausvoten. Leute mit einem Imposter, vielleicht bist du es ja. Nee, OSAF ist safe. Und da können wir noch skippen. Ich bin auch safe. Wo war Reef? Ich Lücken im linken Ziel. Reef war auch bei uns links. Achso. Cracker und OSAF. Ich hab die ganze Zeit immer nachgeschaut, ob vielleicht Cracker OSAF geht oder andere. Nee, ich wollte bei OSAF. Oder ist es wirklich Paluten? Nein, glaube ich nicht. Nee. Ach, Leute, Alter, direkt in der ersten Runde rausfliegen. Immer wack. We are... Was ist das? Kenn ich gar nicht. Ah, mehrere. Zwei. Ich war noch nicht am Poster, nee. Heute richtig Pech. Ich bin aber auch so selten im Poster, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, was los ist. Okay, wer denkt ihr, Freunde? Wem sollen wir folgen? Wer ist der Imposter hier? Wen müssen wir hier ansneaken? Fufu. Brief von Palle. Wo ist denn Fufu? Wahrscheinlich am Wenden gerade, ne? Erleben ja doch noch einige. Cracker ist auch noch am Start. Wo ist denn Fufu? Tschüss, Welt. Hä? Fufu ist einfach weg. Da ist mein Bubele. Ah, mein Bubele. Wohin? Wo ist denn der?
Okay, ich habe Josef vor den Live-Monitors gefunden. Und wo sind die? Da rechts im Knopf. Okay. Cracker, Paluten, habt ihr irgendwie Fufu der Timid irgendwann gesehen? Ich habe ihn einmal am Admin-Table gesehen. Dann bin ich ins Specimen gegangen, um meine Aufgaben zu machen. Dann bin ich zurückgekommen und Timid war weg. Hier, ich hatte Timid auch einmal am Admin-Table gesehen und ja. Also, ich aber die Leiche, der Kill ist ja auch direkt in der Nähe vom Admin-Table passiert. Also, es könnte durchaus Timid gewesen sein. Hey, jetzt hi. Hi. Ja, keine Ahnung, was soll ich da zusammenreimen. Ich war im Labor, bin dann Specimen runter. Nachdem oder bevor du Ursaf gekillt hast? Danach. Ah, okay. Naja, das Ding ist, für den Admin kannst du halt super easy auch zu Lab wenden, ne? Ja, Reefed. Aber nur als Imposter. Ja, richtig. Ich bin sowieso viel Timid. Mich musst du echt jetzt? Ja, ja. Von wem denn? Von den ganzen letzten Runden. Das sind entweder Fufu oder okay. Timid. Also du oder Fufu. Eins, einer von würde ich, beiden. Würde ich auch tatsächlich, also, weil Reef muss also Timid sein, weil er war. Ich habe ihn das letzte Mal in Atmen gesehen. Nein, nein, ich habe hab Paluten im Labor das letzte Mal gesehen. Dann ist Paluten raus aus dem Labor und ich bin ein Specimen runter. War denn verdächtigst du gerade mich? Nein. Ich denke, es ist Fufu. Aber Fufu hat mich also, wenn es. Gibt's. Ich glaube, es ist. Glaub, ach, es ist Leute, das war falsch. Ach, Mann. Ach, Mann. Wenn es nicht vorbei ist, dann ist es Timid. Es ist nicht vorbei. Dann ist es Timid, genau. Ja, okay. Es ist Fufu. Hieß Fufu nicht bei Unendlichen Geschichte? Dieser komische Hunddrache? Ah, ne, Furfur hieß die, oder? Furfur. Und bei Futurama hieß er Snoo Snoo oder so. Fuchur, ja genau, Fuchur. Fuchur. Ich hatte so Angst vor diesem Viech, Alter. Das sah so gruselig aus, ey. Ich meine, google mal Fuchur, die unendliche Geschichte, Alter. Das Ding ist einfach ein Biest, ey. Wenn das in meinem Zimmer liegen würde, ey, ich würde sterben einfach. Fuchur. Fuchur. Wo bist du denn? Yo, das war ein Kill. Palle, reported. Ah, Scheiße. Okay, also. Ihr beiden krank. Also, okay, habe ich euch nicht am Schluss noch gesehen in Admin Table? Bitte ganz kurz. Also es ist jetzt eine ganz sprickige Lage, weil das Blöde war, Reef und ich standen an diesem Emergency-Ding und wir waren ready to go, aber dann hat jemand, glaube ich, das Licht ausgemacht. So, und dann konnte man diesen Knopf nicht mehr drücken. Dann hat sich Reef geopfert, während ich Schisser da geblieben bin. Aber dann dachte ich mir, okay, ich gehe doch lieber, weil ihr kann ich zu 100% vertrauen. Und dann war sie tot. Also einer von okay, euch ich beiden. Ich glaube, das ist Fufu. Es ist definitiv Fufu, ich bin's nicht. Osaft Cracker. Und ich sind am Anfang die ganze Zeit zusammen rumgelaufen. Cracker, warte, und ich möchte. Dann ist er auf einmal tot. Nein, das war viel später und Osaft hat mich die ganze Zeit geproofed. Paluten, warte, kurz, Cracker. Ich war ja auch nicht so viel immer. Wir haben zusammen Erdbeeren bei mir zu Hause genannt. Das wollte ich auch gerade sagen. Ne? Das ist also, das es muss war irgendwas wirklich wert sein, Paluten. Das war wirklich eben. Schön. Also. Ich schwöre auf die Erdbeeren. Ich schwöre auf alle Erdbeeren. Okay, Fufu, es tut mir leid. Die Erdbeeren waren extrem lecker. Die haben sie im Sommer scheinbar wirklich. Schau mal, echt, wie pink ich bin. Ich bin auch eine fast Erdbeere. Erntefrisch und die war echt super geil. Rot. Und ich muss sagen, ein Cracker ist auch unfassbar. Also, wow. Verloren tut mir leid, Fufu. Eine Erdbeere. Verdammt. Also, er ist eine super leckere Erdbeere. Freunde, wir haben gewonnen. We have gewonnen. Die waren echt geil, die Erdbeeren. Reefed, Entschuldigung. Also Timmy, ja, gesagt, es war Timmy oder? Timmy hat sich aber ultras tass angestellt, muss ich so sagen. Ja, ich habe aber nur Hallo gesagt. Also, ja, aber absichtlich. Du hast ja nicht mal versucht, dich richtig zu verteidigen. Ja, das war halt gut. Es war Timmy oder Fufu. Ja, ich habe eigentlich gehofft. Ich habe gehofft, dass man auf Paluten gehen kann, weil Timmy noch gesagt hat, ja, Paluten ist da mir entgegengekommen. Ich kann kein Double Kill machen. Finale Runde. Finale Runde, okay, finale Runde. Manni, danke dir für den neunten.
We are the champions, my friend. Okay, Ju, verkack es nicht, Bro. Bro, 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 du bist mein Bro. Du bist mein Bro, Ju, du bist mein Bro. Scheiße. Warum haben wir den nicht gekillt? Okay, Konzentration, Konzentration, volle Konzentration, wir wollen es nicht verkacken. Komm, wir killen jetzt ein paar. Kill den immer Reef. Oh, warum denn Reef? Es ist immer Reef. Ausgesprochen. Na, Timmet, hör mir zu. Ja? Ich weiß nicht, wo die Leiche lag, aber du warst in meiner Nähe. Ja. Okay, wo ich lag die Leiche? Da. Ja. Die Leiche liegt vor Admin Table und ich war okay. Die ganze Zeit mit Paluten im Labor. Okay, okay. Und ich habe auf dem Dings das sogar gesehen, aber ich hatte keine Lust, ja. So ein Emergency-Ding zu machen. Ja, ging ja auch nicht, sichtbar aus. Ach so. Ja. Also ich dachte, wenn es bei Admin Table war, ich war recht viel in Office tatsächlich, aber ich bin nie runtergegangen zu Admin Table. Ich überlege gerade, ob ich irgendjemand gesehen habe. Ich weiß, dass es das ist, aber ich würde es nicht so ansprechen, wäre ich ein Imposter. Ich bin innocent. Gucke so, das Licht geht aus, ich wollte trotzdem in den Kameras chillen, auf einmal geht die Tür zu, sehe wie Fufu auf mich zuläuft, dachte mir so, oh mein Gott, das ist mein Tod. Und auf einmal wird reported, ich so, oh mein Gott, danke Leute. Fufu, Leute, Fufu. Nein. Er hat mir keinen Key gemacht, ich wollte nur sagen, Fufu ist hochgewendet, safe. Als Paluten und ich in Office reingehen wollten, ist die Tür zugegangen und wir haben uns auch reingebackt und Mordado ist nicht reingekommen. Er wollte uns wahrscheinlich von der Leiche... Nein. Die Tür ist zugegangen. Bei mir standen wir sogar alle draußen und dann seid ihr durchgeportet. Aber ja. Ja, ey, keine Ahnung. Ich war das nicht. Ich war im Office ganz viel. Ich bin hier runtergelaufen. Ich sehe verdächtig aus. Ich bin's nicht. Okay. Freunde, mach keinen dummen Fehler. Du. Mach keinen Fehler. Du. Mach keinen dummen Fehler. Mach keinen dummen Fehler. Mach keinen dummen Fehler. Ja, okay, bitte? Leute, es muss einfach Fufu sein. Es ist wieder das gleiche Schema wie vorhin. Es gehen alle Türen zu und die ganze Zeit geht das scheiß Licht aus. Ich mach das war aber letzte Runde Timmel. Ich als Geist vor dir und was? Hab das gemacht. Weil ich wollte, dass du Timmet votest letzte aber Runde, aber dann hat es mir gefallen. Sogar mir die Türen letzte Runde zugemacht. Also vor allem bei der letzten Runde ging mir sogar zweimal hin. Ja, ich bin dir als Geist gefolgt in der Hoffnung, dass du dann ausrastest und Timmet rauskommst. Nee, ich vermute, es ist Fufu diesmal. Fufu. Aber ich hier noch mal. Ich war nicht okay, da. Ich war immer dasselbe Muster. Und Fufu ich war bei Maxi in der Nähe, wenn er da bei den Camps war. Jetzt sei, Fufu ist auf jeden Fall die richtige Elektrike gelaufen. Ist Fufu. Der ist der Einzige, der wenigstens hinläuft. Ich war gerade auch. Ich skip auch. Same. Aber trotzdem ist es... Safe Fufu. Ich hab das Gefühl, ich bin selber ein Fufu. Braun wurde. Aber wie soll ich den okay. Kill gemacht haben? Okay, Fufu und Maxi sind's. Nee, Maxi nicht. Maxi ist in der Kamera. Passt. So, ich geh jetzt hier hoch. Soll ich Cracker töten? Ich weiß nicht. Ich bin mir noch nicht so sehr ganz sicher. Nicht ganz sicher. Ich hätte zurücklaufen können und ihn töten können. Bitte verkack nicht, Alter. Es ist
Das ist, du bist der Auserwählte, du. Jetzt gerade zum ersten Mal hast du, bist du Imposter. Mach keinen bitteren jetzt. Mach keinen miesen Shit jetzt hier. Ich will da gar nicht hin. Ich muss abseits von allen Menschen sein und dann einen einzigen so einen Einzelgänger killen. Hier liegt dein Buddy bei den Rädern unten links. Ich war in den Kameras. Aber da du kannst ja, nicht kommen, war Maxi. Sein. Ich habe nur GNU links unten gesehen bei den Kameras. Diesmal war ich bei Maxi, ja? Ja. O-Saft. Ich hab Licht gesehen. Das heißt trotzdem nicht, es gibt zwei Imposter, by the way, ne? Das wusste ja vielleicht nicht. Also warte, Maxi, du hast gesehen, dass Fufu ganze Zeit bei dir war? Ich bin einmal kurz Licht gelaufen. Die Sache ist nämlich, der war gerade oben links und da führt ein Vent von oben links, okay, genau in den Raum, wo der Kill, glaube ich, passiert ist. Nee, ich bin gerade rausgerannt aus der Camp. Ja, ich weiß. Maxi stand. Ja, aber über Camp ist ja dieser Vent. Aber ja, aber ist immer noch nicht sicher. Diesmal bin ich von den Camps zum Licht gelaufen, weil. Ja, nu, hast du denn irgendwas beobachtet? Nö, ich habe meine Task gemacht, war quasi draußen. Ich bin von links gekommen. Da gibt's doch dann draußen diese Dreieckchen, wo man diese Linie verbindet. Bin dann rein, habe die Blätter rausgemacht und bin dann runter zu den Rädchen, weil da noch eine Task war, wo ich das Wasser auffüllen muss, die zwei Kanister, und da lag ein Timid. Habe also, aber niemanden gesehen. Niemanden. Weird, also, dass GNU zum ersten Mal sich nicht suspicious macht. Okay, nur ja. Saying. ist mir nur gerade aufgefallen. Also, mein Instinkt sagt, es ist Fufu und GNU, weil ich wüsste nicht, wer von uns ansonsten so kaltherzig sein könnte und Reh wird wieder umbringen. Ja, Reh wieder in der ersten Runde umbringen. Direkt am Anfang. Es ist halt so kaltherzig. Wir haben doch eine Regel eingeführt, oder nicht? Und es könnten nur GNU und Fufu sein, die so kaltherzig sind, würde ich sagen. Ja, alle anderen würde ich als weichherzige Persönlichkeit. Das erste Mal umgebracht, als ich es war. Hm. Ja, Fufu macht manchmal zweimal. Ich würde beide nicht. Habt ihr gesehen? Ein paar Mind-Tricks machen wir, Freunde. Ein paar Mind-Tricks. Maxi verteidigt sich so weird die letzten zwei Runden. Ja, aber er ist es halt auch nicht. Kommt mir jemand hier in. So. Fufu hat echt gut geleistet bis jetzt. Fufu macht richtig guten Job hier gerade. Ich kann da weniger gut über mich gerade reden, muss ich ehrlich sagen. Ich laufe auch schon die ganze Zeit hin und her. Ist nicht gut. Nicht gut. Ja, schnell weg! So. Okay, komm. Die Imposter-Runde schaffen wir, Eigentlich muss ich ihn. Guten Tag. Okay. Ich war gerade auf Toilette. Dann bin ich wiedergekommen. Und saftiges Gnu war die eben schon tot? Nee. Achso, ja, genau. Ich bin von Toilette wiedergekommen. Hab dann auf Vitals geguckt, hab gesehen, dass saftiges Gnu down war. Und also bringt uns aber nicht großartig was, ne? Ja, doch bringt uns was, weil okay. Peter Cracker, Maudado und ich waren zusammen gerade wirklich die ganze Zeit. Du hast gesehen, wie Cracker sich scannen wollte, oder Osaf? Also ich war mit Maxi sehr gut, exzellent. Also erstmal für Osaf, ich war mit Maxi die ganze Zeit zusammen und die zweite Hälfte war noch Drew bei uns. Ja, die zweite Hälfte, nicht, okay. Also es könnte auch Maxi, also das Ding ist, ich gehe mal davon aus, wir haben noch niemanden rausgewortet, es müssen zwei Imposter sein. Also ich meine, einer von die entweder Fufu Maxi sind oder ist es Drew? Ich? Drew und Maxi oder Fufu. Weil Paluten war auf Chloro und er geht also ich unfassbar genau, auf Paluten Klo. Ist es definitiv nicht. Ja, er ist ja auf Chloro. So ein richtig gutes Alibi, ohne irgendwie jemanden anderen zu holen. Er geht einfach aufs Chloro. Ja, aber ist das nicht, der AFK-Moment? Er wäre zu nervös, um den Knopf zu drücken. Und Paluten ist niemals nicht umgebracht. Also Paluten hat ein Herz, das weiß ich. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Also Drew könnte es gewesen sein, weil er jetzt nur die zweite... Hey, also ich würde Fufu raus. Hey, aber es ist doch mega offensichtlich, wenn Palle sagt, ich war AFK, ich war gerade, by the way, auf Klo und reporte. Okay, just saying. Ich hab den Knopf gedrückt. Ich wollte Fufu. Es sind halt zwei Imposter. Aber es ist, wir sind bei 7, Osa. Ja, alles Gucci. Bitte killt mich nicht, ich bin Security.
Ich will Maxi so gern töten, wenn er sowas sagt. Aber er ist halt echt an den Kameras die ganze Zeit. Shit, okay, das war knapp jetzt schon langsam. Schnell wenden. Ich bin zu sehr in der Nähe. Licht ausgemacht. Wir müssen einfach schnell killen, schnell killen. Ich kill jetzt direkt den nächsten. Bevor irgendjemand reporten kann. Zusammen, die sind alle zusammen. Oh, mein Herz klopft. Ah! Mein Herz klopft. Mein Herz klopft. Pam, 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 pam. Das macht Puppet. Komm, wir töten alle. Das schließe ich alles. Ah, Winterkrieger ist tot, der wollte den Knopf drücken, der lag direkt vom Knopf. Ja, Julian Bam ist vorhin. Okay. Ich bin die ganze Zeit mit euch gelaufen. Ja, aber du bist nein. Du bist wieder reingegangen, auf jeden Fall. Ja, also Julian Bam ist da rumgegangen. Paluten ist so, wir müssen auf alle Fälle. Ju ist safe. Ich glaube nicht. Also ich bin wirklich unschuldig. Ich war diesmal wirklich bei euch. Also ich glaube, wir werden ja nur mal, denke ich. Yay. Das sind halt zwei gestorben. Ja. Aber das ist halt das Problem. Also Ju ist, würde ich sagen, safe. Fufu, du meinst, Chu ist safe Imposter, meinst du? Fufu war halt echt die ganze Zeit gerade bei uns. Er könnte es halt immer noch sein, aber er war halt doch bei uns, glaube ich. Ja, ja, okay, also Chu ist safe Imposter. Dann alle Innocents, einmal Chu bauen. Nämlich, ich meine, er hat vorhin, als wir rausgegangen sind, ist er nämlich wieder reingelaufen unten in den Raum, wo der Knopf... Alle Innocents also müssen True voten, weil sonst sind sie Imposter. Also das riecht nach Verteidigung. Ihr macht einen... Ja, okay, dann macht den Fehler und lebt damit. Aber du hast gar nicht gesagt, dass du ganz viele Tasks gemacht hast. Ja, weil ich das halt immer mache und immer sage. Aber irgendwann glaubt man mir auch nicht mehr. Aber ja, diesmal habe ich mich halt auf was... Oh nein! Ja. Oh, ich hoffe, es ist richtig, Osaf, weil wenn es Maxi und Fufu sind, dann ist... Es kann halt echt gut sein, aber... Ja, ihr habt jetzt alles schon gewartet, ne? GG. Ja, mich wundert, dass wir... Man muss immer weiterspielen, Freunde. Ja, dann wollen wir den Knopf drücken wahrscheinlich alleine. Du willst ihn noch voten oder nicht mehr? Ja, ich vote. Ach, zu spät. Ja, Fufu haben wir gut gemacht, ne? Richtig nice, GG Boys. Ich weiß echt nicht, wer es ist. Keine Ahnung. Damn! Okay, aber... Ich hasse mich! Bitte! Fufu! Fufu! Töte alle! Töte sie! Fufu! Töte sie! Wir hätten einen geilen Double-Killer-Männer noch machen können! Fuck! Och Mann, Alter. Ich bin zu selten Imposter, dass ich mir irgendeine Strategie oder Taktik ausdenken kann. Dammit. Meine Fresse. Okay, Fufu rennt hier herum mit allen. Eine gute Taktik wäre zum Beispiel zu sagen, ich habe alle Tests gemacht, dann musst du halt nicht sagen, was du gerade gemacht hast, sondern du hast gesagt, könntest halt irgendwelche Sachen aufzählen einfach. Aber das ist mir nicht so schnell eingefallen. Damn it! Mach mich wieder sauer, ey. Oh, aua. Gustava. Machen wir euch die Türen zu. Jetzt ein Double Kill. Zack. Prr. Da hätten wir gewonnen. Ja, töte. Oh, krass, ey.
Fuch, Ruhe! Er hat's nicht gecheckt. Er hat's nicht gecheckt. Ich passe auf die Leiche auf, dass keiner hier hinkommt. Alter, wenn Fufu jetzt noch jemand tötet, dann haben wir es geschafft, oder? Ein Kill. Nein. Die Leiche ist unsichtbar bei mir. Welche? Modado, hast du die Leiche gesehen? Ich habe nur den Knopf gedrückt. Ja, ich wollte die Leiche erstmal sehen. Ich wollte wissen, welche Leiche da liegt, aber eigentlich ist es unnötig. Oh mein Gott. Ja, ich war die ganze Zeit alleine. Ich war. Ja. Ich war bei Modado. Maudado, streng deinen Kopf bitte an. Osaf, gib mir ein Zeichen! Maudado, du packst das, ich glaub an dich. 200 IQ-Play, komm Maudado, ich vertraue dir. Maxi Fufu, wer von euch beiden ist es? Ich bin es. Das musst du sagen. Ja, aber eigentlich waren wir da zusammen, aber Maxi war dann plötzlich da. Oh mein Gott, aber Fufu kann es auch gewesen sein, aber Fufu war davor bei uns, als zwei Kills passiert sind, aber die Runde war lang genug, dass eine Person zwei Kills hätte begehen können. Also ich bin die Ruhe selbst. Ich vertraue dir, Maudado, dass du das Richtige tust. Ja, same. Du kann nicht mal eine Taktik. Maudado, du wirst das Richtige machen. Für den Freedom Squad, Kappa. Ja, komm. Jetzt fehlen die Erdbeeren. Maudado, ich brauche noch eine Aufgabe. Wir kämpfen, wenn du willst kippen. Ja. Nimm oh mein Gott. Raus. Ja, nimm Maxi raus. Maxi, warum mutest du dich? Ich hab mich verschluckt. Oh ja, Maxi macht sich sass. Oh mein Gott, Fufu war halt da und ich glaube, Maxi wird nicht sagen, ich suche die Leiche instant als erste Ausredung, wenn er uns sieht. Ja. Das ist halt eine gute Lüge. Nein. Das ist eine gute Lüge. Ich hoffe, dass Maudado, ich liebe dich. Das war die schwerste Entscheidung meines Lebens. Ich wollte am Anfang die ganze Zeit an den Kameras, Maudado. Ja, ich weiß, aber die eine Runde war gut, weil es zwei Kills passiert sind, aber die Runde war lang. Ich hab eine Person zwei Kills. Das ist Fufu. Easy. Aber dass Maxi eigentlich halt da rumgerannt ist vor deiner Leiche. Ich hab die gesucht. Wo war die? Das Ding ist, ich hab auch einen weißen Körper, Maudado, ne? Okay. Wie weit geht denn das, Junge? Ey, wir haben aber viele gekillt, Fufu. Echt gut, viel gekillt. Es tut mir voll leid, ich hab nicht gemerkt, dass du zwei gekillt hast. Hätte ich das gesehen, hätte ich da noch einen gekillt schnell. Aber ich hab das echt nicht erwartet, dass du so random. Ich dachte, wir gehen rein zum Emergency Call und killen, machen Double Kill. Aber ich dachte, wie kann ich mit Fufu jetzt hier telepathisch... Ja, die sind ganze Zeit zu dritt gewesen und ich dachte, okay. Genau. Ich hab halt gehofft, du machst jetzt so einen Kill. Aber hätten wir einen Double Kill gemacht und einer hätte... mich nicht gekillt hast, Fufu. Aber eine kurze Frage, wärt ihr zu dritt gewesen, hätten wir einen Double Kill gemacht und hätte nur einer überlebt, hätten wir trotzdem gewonnen, oder? Ja, da hätten wir überlebt. Ich dachte, ich wusste halt nicht, dass du schon einen Kill noch einen anderen gemacht hast. Ja, gut, weil sonst gut, hätten die es ja gesehen und dann hätten sie es direkt gewusst, dass wir es sind. Bei Emergency Cool. Ich habe noch einen Cooldown gehabt, deswegen. Gut, dass Maxi am Ende geschworen hat. Tut mir leid, deswegen. Du. Das hast du so gut gemacht. Nee, auf Maxi Schwur habe ich gar nichts gegeben. Das war eher Maxis Aussage, dass er sagt, ich suche den Körper. Welcher Imposter wird das sagen? Der Körper ist unsichtbar, ich finde ihn nicht. Was ist das für eine Ausrede, wenn man Imposter wäre? Waren coole Runden. Waren coole Runden, sehr cool, ja. Vielen Dank. Habt alle noch einen schönen Abend. Ebenso. Danke für die Einladung. Dir noch ein schönes Wochenende, Paluten, ne? Ja. Schönen Feierabend. Baby, lass dein Haar herunter, komm schon, drop mir deinen Zopf. Drop ihm deinen Zopf. Drop ihn